Bei einem Staat, der doch massiv seit Jahrzehnten Menschenrechte verletzt, ist das natürlich problematisch, weil es eben auch Konzepte in der Bundesregierung immer wieder gab, nicht in Krisenregionen zu Rüstungsgüter zu liefern. Sollte man annehmen, dass man mit Indonesien, dass man da zumindest vorsichtig ist. Das ist aber eigentlich nie der Fall gewesen. Man hat also wirklich eine lange Geschichte von Waffenlieferungen aus Deutschland unter unterschiedlichsten Regierungen, unterschiedlichster Parteien in Deutschland, von den 80er Jahren bis weit in dieses Jahrhundert hinein. Insofern, man denkt an die Interessen der deutschen Wirtschaft und Rüstungswirtschaft, aber auch an die Interessen der Bundeswehr, weil es sind häufig auch ausgemusterte Rüstungsgüter, die dann also nicht von deutschen Unternehmen sozusagen fabrikneu geliefert werden, sondern wir hatten also den Fall der Landungsschiffe der ehemaligen Nationalen Volksmarine der DDR, die an Indonesien geliefert wurden in den 90er Jahren. Und jetzt haben wir eben wieder diese Panzerlieferungen, die auch sich auf Second-Hand-Panzer sozusagen beziehen der Bundeswehr. Und insofern gibt es dann eben auch eine direkte Verantwortung letztlich der Bundesregierung für diese Waffenlieferungen. Das sind jetzt nicht einfach sozusagen Neueinkäufe bei deutschen Wirtschaftsunternehmen. Und vielleicht mal zum Interesse der indonesischen Regierung, warum werden da dann überhaupt diese Leopardpanzer benötigt? Ja, das ist sehr umstritten, auch in Indonesien. Es gibt durchaus viele Verteidigungsexperten in Indonesien, die sagen, was wollen wir denn mit Panzern? Wir sind ein Staat mit mehr als 1000 Inseln. Wofür brauchen wir Panzer, um das Land zu verteidigen? Militärexperten halten dem dann entgegen, es sei aber wichtig, sich breiter aufzustellen als Regionalmacht, und dem Land fehle es eben absolut an Kapazität, um sich sozusagen bei einer Auseinandersetzung auf dem Land militärisch angemessen verteidigen zu können. Aber es ist eine sehr umstrittene Frage in Indonesien selber, wo es sehr, sehr viele Diskussionen drum gibt. Diese Argumentation verwirrt mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, weil werden denn in Indonesien diese Panzer benötigt, um sich zu verteidigen? Weil eigentlich befindet sich das Land ja nicht im Kriegszustand. Ja, das Land befindet sich nicht im Kriegszustand, aber wie eben regelmäßig solche Verteidigungsminister argumentieren, will man sich aufstellen, um sozusagen sich gegenüber alle Eventualitäten schützen zu können. Wir sehen auch momentan da eher maritime Konflikte auf das Land zukommen, als jetzt Konflikte auf dem Land. Aber es geht im Prinzip um eine ganz breite Modernisierung der indonesischen Streitkräfte, sowohl zu Land wie zu Wasser wie in der Luft. Insofern ist das so ein Element davon. Und man hat diese Modernisierung schon vor einigen Monaten ins Auge genommen und hatte dann auch andere Länder kontaktiert, unter anderem auch die Niederlande, hatte da angefragt, also bei der ehemaligen Kolonialmacht, ob man solche Panzer bekommen könnte. Und da hatte das niederländische Parlament sich dann aufgrund der Menschenrechtsverletzungen dagegen ausgesprochen. Ja, das wäre prinzipiell auch meine nächste Frage gewesen. Diese Lieferung ist ja in Anführungszeichen nur eine Waffenlieferung, aber die wird heftig umstritten. Was macht denn diese Lieferung so prekär? Die Lieferung prekär macht vor allen Dingen die Tatsache, dass die indonesische Armee, der Empfänger dieser Rüstungsgüter, eben keinerlei Respekt gegenüber Menschenrechten zeigt, dass es in einigen Regionen des Landes quasi bürgerkriegsähnliche Zustände gibt, auf den Molukken, aber vor allen Dingen auf der Westhälfte der Insel Neuguinea, in den Papua-Provinzen. Und diese Konflikte sind auch nicht neu, sondern schon seit den 60er Jahren, also seit mehr als 50 Jahren dort. Und die Befürchtung ist einfach, dass Rüstungsgüter benutzt werden könnten, auch in der Auseinandersetzung in diesen Bürgerkriegen, weil zum Teil eben in den Papua-Provinzen zum Beispiel ganze Regionen dann auch entvölkert werden von dem Militär im Rahmen von Vergeltungsaktionen gegen Freiheitsbewegungen, die dort aktiv sind. Insofern sieht man ein Problem einerseits direkt in dem Einsatz dieser Panzer,
Panzer, aber andererseits vor allen Dingen in der grundsätzlichen Botschaft, so eine Armee, die sich eben an Menschenrechte nicht hält, mit Rüstungslieferungen zu stützen, halten wir eben für absolut verfehlt. Also eine Situation, die man hier in Deutschland eigentlich gar nicht so wirklich mitbekommt. Und die Bundesregierung hat ja auch dafür gesorgt, dass wir das alles gar nicht wahrnehmen. Die hat nämlich ja diese Panzerlieferung bis zuletzt eigentlich geheim gehalten. Welche Gründe hatte die Bundesregierung denn dafür? Ja, man weiß natürlich um die Brisanz solcher Lieferungen an Indonesien. Man ist ja durchaus bewusst, was es auch an Menschenrechtsverletzungen in Indonesien gibt. Und man fürchtete, dass es natürlich hier wieder in der Öffentlichkeit sehr viele Kritik geben würde nach den Ankündigungen von Lieferungen nach Saudi-Arabien, nach Algerien, nach Angola. Es sind alles Rüstungsgeschäfte, die ziemlich umstritten sind. Und so hatte man dann versucht, die Sache sozusagen unterm Teppich zu halten und machte dadurch irgendwie die Rechnung ohne den Wirt, weil es war dann letztlich Indonesien und Indonesiens Regierung, die dann immer in die Öffentlichkeit gingen und in der Öffentlichkeit eben auch darstellten, nein, es ist schon hier Thema unserer Regierungsgespräche mit der Bundeskanzlerin Frau Merkel gewesen, dass Indonesien Rüstungsgüter aus Deutschland beziehen will. Und das ist eigentlich das Absurde. Alle Informationen in diesem Streit kamen immer wieder aus Indonesien selber und nichts aus Deutschland. Und die deutsche Bundesregierung hat keinerlei Transparenz in dieser Frage gezeigt, sondern im Prinzip so eine Art Salamitaktik benutzt, dass man immer nur das zugibt, was man nicht mehr abstreiten kann, weil es eben die indonesische Seite offiziell verkündet hat. Und das ist ehrlich gesagt für eine Demokratie ist das kein gutes Zeugnis. Die Informationsweitergabe wurde also prinzipiell von Seiten der Bundesregierung gehindert. Ich habe aber gelesen, dass zum Beispiel in den Niederlanden das ja ganz anders gehandhabt wird. Also wie werden denn die Waffentransaktionen in anderen Ländern dann veröffentlicht? Na, es sollte ja eigentlich in Europa eine Vereinheitlichung auch des Rüstungsexports und der Rüstungsexportkriterien geben. Nur das funktioniert eben nicht gut, weil letztlich jeder Rüstungsproduzent erstmal an seine eigenen Interessen denkt und das an seine eigene Exportwirtschaft. Und das ist besonders extrem bei Frankreich und Deutschland, aber zum Teil auch bei Großbritannien. Und das ist sehr bedauerlich, weil es eben alle Bemühungen dann auch ad absurdum führt, zu einer gemeinsamen europäischen Rüstungspolitik zu kommen. Und so sieht eigentlich jeder nur seinen eigenen Vorteil und handelt dementsprechend. Und das kann natürlich dann von den möglichen Käufern dieser Rüstungsgüter sehr ausgenutzt werden, indem man einfach die Verkäufer gegeneinander ausspielt. Und wenn man dann eben nicht in den Niederlanden fündig wird, wie jetzt in diesem Fall, dann geht man eben nach Deutschland und holt sich da dann die Panzer. Und das ist eigentlich also eine Bankrotterklärung eben auch für die deutsche und europäische gemeinsame Rüstungsexport zusammen. Dass Indonesien die Niederlande auch angefragt hat wegen der Panzerlieferung, haben Sie ja gerade erwähnt, aber die Niederlande haben abgelehnt. Hängt das vielleicht damit zusammen, dass dort die Waffenlieferung eigentlich doch eher öffentlich diskutiert werden würde? Die Niederlande haben natürlich nochmal eine besondere Beziehung und auch Verantwortung gegenüber Papua und Indonesien, weil sie die ehemalige Kolonialmacht sind und in den Niederlanden auch viele Papua leben oder Angehörige anderer Völker, die aus Indonesien stammen und das also schon ein großes Interesse, sagen wir mal so, an Indonesien auch heute noch gibt und man natürlich in den Niederlanden auch aktiver verfolgt, was es alles an Menschenrechtsverletzungen im Osten Indonesiens gibt. Und das ist sicherlich nochmal der große Unterschied zu Deutschland, wo das kaum ein Thema ist, dass einfach in den Niederlanden es massive Kritik dann eben nicht nur von Papua, aber auch von vielen Niederländern gab, eben an einem Export, obwohl eben die Menschenrechtssituation so schlecht ist. Ja, und diese Kritik gibt es ja jetzt hier auch in Deutschland. Wie rechtfertigt sich denn die Bundesregierung zur Waffenlieferung?
Naja, die Bundesregierung sagt erstmal, wenn sie überhaupt was sagt, weil meist streitet sie erstmal ab, dass es überhaupt irgendwas geplant wäre und sei alles noch zu früh und man habe keine Anträge vorliegen. Das ist so das Übliche, wie dort argumentiert wird. Dann heißt es, naja, es würden ja Panzer geliefert und Panzer würden ja nicht gegen Demonstranten eingesetzt. Insofern sähe man da keinen direkten Bezug, weshalb also deutsche Rüstungsgüter dann zu einer Verschärfung der Menschenrechtslage in Indonesien führen könnten. Also man sieht keine direkte Folgewirkung. Man leugnet einfach auch den katastrophalen Menschenrechtsbezug eben der indonesischen Streitkräfte, was es da alles für Menschenrechtsverletzungen gibt, das wird nicht wahrgenommen. Ja, und so wird das im Prinzip das ganze Geschäft schön geredet. Und wie ist der aktuelle Stand der Dinge? Also kann man Hoffnung haben, dass die Waffenlieferungen in Deutschland in den nächsten Jahren transparent werden oder wird das wahrscheinlich nie der Fall sein? Die Hoffnungen sind eigentlich gering, dass es mehr Transparenz gibt. Es gibt sicherlich im Vorfeld der nächsten Bundestagswahlen Kampagnen, die darauf drängen, Waffenexporte, Rüstungsexporte, besser gesagt generell zu verbieten. Das ist eine Position, die zum Teil auch von Teilen der SPD durchaus getragen wird, von den Grünen getragen wird, aber auf jeden Fall bei FDP und CDU auf keine Zustimmung trifft. Das hängt jetzt davon ab, wie die nächsten Wahlen ausgehen werden in Deutschland, inwieweit man so etwas eventuell dann ins Grundgesetz verankern könnte. Wir rechnen eher nicht damit, dass es dazu kommt, einfach weil auch für die deutsche Industrie ja eine große wirtschaftliche Frage ist und kaum vorstellbar ist, dass man generell auf Waffenexporte verzichten will. Zumindest wäre es aber eben wichtig, für mehr Transparenz zu sorgen, weil das, was wir jetzt erleben, ist eigentlich ein Debakel. Das ist eine Informationspolitik, wie sie nicht schlechter in China sein könnte, auf das man sonst gerne mit den Fingern zeigt. Aber was wir hier erleben, ist eigentlich eine Abfolge von Leugnen, Aussitzen, Dementis, die alles andere als überzeugend wirkt und ernste Zweifel dann auch weg in sich der Glaubwürdigkeit überhaupt einer Regierung, wenn man heute abstreitet, was man schon in 3 Tagen zugeben muss.